Das Promi-Geflüster heute mal wieder zu Hause in Reutlingen. Und wie ihr sehen könnt, wir sind auf den Dächern von Reutlingen sozusagen, auf der Dachterrasse der Stadthalle Reutlingen. Heute Abend findet hier zum letzten Mal im Duo da Marschall und Alexander das Konzert statt. Und einen Teil, mit dem bin ich jetzt verabredet, Jay Alexander. Hallo, grüße dich, Jay. Seien wir gegrüßt, hallo. Ja, Marschall und Alexander, wie gesagt, das ist eine lange Zeit. Ich weiß auch noch von Anfang an, wir haben uns damals auf den Kanaren getroffen. Das war eine der ersten TV-Ausstrahlungen. Gell? Da gab es das Promi-Geflüster noch nicht. Aber so die. Ist es, so ist es, genau. Richtig. Und jetzt stehen wir hier in deiner Heimat quasi ganz genau. Und schauen auf die Dächer dieser wunderbaren Stadt. Das letzte Mal Marschall und Alexander hier in Reutlingen in der Stadthalle. Eine Ära geht zu Ende nach 26 Jahren mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ja, also klar, wir wissen es natürlich, die Zeiten sind ganz extrem hart geworden in der Branche. War das so mit der Auslöser oder gab es andere Beweggründe? Nein, um Gottes Willen, da gab es noch keinen Ukraine-Krieg und auch Corona, glaube ich, gab es noch nicht. Also das war einfach eine freie Entscheidung von uns beiden. Jeder hat nur ein einziges Leben. Und 26 Jahre gemeinsam auf der Bühne, das ist schon eine ordentliche Zeit. Das macht nicht gerade mal jeder so nach. Und irgendwann hat man gesagt, man möchte auch eigene Projekte verfolgen. Und solange man im Guten auseinandergehen kann, sollte man das tun. Mhm. Und das ist der Fall. Und umso größer ist jetzt die Freude, nochmal gemeinsam heute Abend hier in diesem wunderbaren Saal singen zu dürfen. Ja, und es ist nahezu ausverkauft. Das ist ja auch nicht gerade selbstverständlich. So ist es, so ist es. Wann ist denn dann grundsätzlich das letzte Konzert? Ich meine, ich glaube, ihr habt darüber hinaus schon noch ein paar Gastspiele, die ihr noch abarbeiten dürft. Das zieht sich bis Januar 2023. Also es kommen noch, ich glaube, 13, 14 Konzerte. Darunter Schwerin, Magdeburg, Luckenwalde, Wetzlar. Also ganz, ganz viele Termine bundesweit. Und die Freude ist groß darüber, weil man natürlich auch eine große Fangemeinde aufgebaut hat in all den Jahren. Und die Vorfreude auf die Gesichter, die man ja auch schon kennt, die einem vertraut sind. Und nicht nur über den Bildschirm, sondern auch über die Livebühne. Das ist schon ein besonderes Gefühl und darauf freue ich mich auf jeden Fall ganz besonders. Genau. Über euch oder über Marschall und Alexander hinaus habt ihr ja natürlich auch jeder sein Soloprogramm. Du hast natürlich viel gemacht, da haben wir auch schon mehrfach darüber berichtet. Was war so dein letztes Projekt? Ich glaube, da war irgendwas mit Kelly-Dynastie. Ja, ja, natürlich. Kathy Kelly, das ist genau. die älteste Kelly-Family. Ja. Mit der wäre ich eigentlich jetzt parallel gerade auf Tour, aber sie hat Corona ereilt. Und an dieser Stelle, liebe Kathy, gute Besserung weiterhin, dass du wieder fit bist. Im nächsten Jahr werden wir diese Tournee nicht fortsetzen, sondern erstmal beginnen. Mhm. Ne? Das ist ein Album entstanden in der Corona-Zeit. Also in dem Übel ist auch Wunderschönes entstanden. Muss man sagen, unter einem Himmel. Under Just One Sky heißt das Album und mit diesem Programm gehen wir eben auch bundesweit auf Tour und deswegen hoffe ich, dass sie ganz bald wieder gesund ist und mit mir auf der Bühne stehen kann. Aber darüber hinaus gibt es natürlich noch ein weiteres Projekt. Ja. Jetzt gehen wir ja schon weiter auf Weihnachten. Und da darf ich mit Altmeister René Collot, dem großen Tenor, der übrigens im November jetzt 85 Jahre alt wird, darf ich dann gemeinsam ein paar Städte unseres wunderbaren Landes in den Kirchen verbringen. Und da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Das sind eben solche Dinge, die ich vielleicht so in dieser Form gar nicht machen hätte können, wenn Marschall und Alexander weiterhin so auf Tour gewesen wäre, wie es bisweilen war. Und wir sind ja sehr, Gott sei Dank, sehr gut im Geschäft gewesen bis zum heutigen Tage. Und da kann man dann solche Programme oder solche auch Experimente vielleicht gar nicht so verfolgen. Ja, definitiv. René Collot, klar, ist ja auch ein begnadeter Musiker natürlich. Sein Vater, sein Großvater sind auch Namen, wer es von unseren Zuschauern vielleicht noch kennt, die ja wirklich hier, kann man schon sagen, auch Welthits teilweise geschrieben ja, haben. Ja, unbedingt. Und nicht nur Hello Mary Lou. Also er war einfach einer der bedeutenden Wagner-Sänger und das darf man nicht außer Acht lassen. Die Karriere ist schon unvergleichlich, sowohl im vermeintlich leichten
Genre, aber dann eben auch im ernsten Fach in der Klassik. Und das ist schon, das bewundere ich schon sehr. Und dass er eben noch so fit ist, auch in seinem hohen Alter, und sich das auch noch zutraut, nochmal so richtig auf die Bühne zu gehen. Also ich bin gespannt und ich würde mich freuen, wenn ganz viele Leute kommen würden, gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Das bekommt, ich glaube, in diesem Jahr eine ganz besondere Bedeutung im Hinblick auf die Ukraine-Geschichte. Und eben auch in der Pandemie befinden wir uns einfach immer noch. Das darf man ja nicht wegleugnen oder übersehen. So ist es. Und was ist es dann bei dem Weihnachtskonzert mit, oder bei den Weihnachtskonzerten mit René Collo? Was habt ihr da für Repertoire ausgesucht? Wir sind ganz exklusiv mit 8 Streichern unterwegs und das wird sehr, sehr schön. Wir haben also die CD Abendlieder aufgenommen. Da sind sowohl klassische Titel von Schubert, von Schumann. Wir haben das Abendlied von Matthias Claudius, Der Mond ist aufgegangen, drauf. Also ganz verschiedene Stücke, aber natürlich auch die Weihnachtsklassiker dürfen nicht fehlen. Und darauf freue ich mich besonders. Und die ein oder andere Weihnachtsgeschichte wird auch dabei sein. Sehr schön. Also Weihnachten, klar, ist immer was Besonderes. Und dieses Jahr, denke ich mal, definitiv, wie du schon erwähnt hast, doch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Absolut. Ich meine, wir alle sehnen uns nach Frieden und wir alle wollen auch, dass wieder Frieden und Ruhe einkehrt. Ich glaube, wir müssen noch ein Weilchen drauf warten, leider. Aber wir alle können, wie wir jetzt auch zuhören und zuschauen, ein bisschen was in unserem Umfeld tun. Ich denke, da fängt schon an im Kleinen. Denn wenn es im Kleinen nicht funktioniert, kann es im Großen auch nicht funktionieren. Das ist auch so mit unserer Politik und ja. Ich glaube, diese Unzufriedenheit, die sich in der Bevölkerung breit macht, ist nicht unbegründet, aber ja, es ist einfach immer mit dem Finger auf andere zu zeigen, erstmal besser machen, das ist halt eben auch so eine Sache. Aber man sollte seine Meinung kundtun, aber fundiert und nicht nur etwas laut rausschreien, sondern auch darüber nachdenken, was man sagt. Ich denke, das ist sehr wichtig. Auf alle Fälle. Und ich denke, mit diesen schönen Schlussworten werden wir uns hier aus der Sendung schon wieder verabschieden. Aber doch dennoch noch ganz kurz einen Blick bei dir für 2023. Wie sind da so deine Pläne? Oh, da ist vieles in der Pipeline. Natürlich eben die Tournee mit Cathy Kelly, Under Just One Sky, Unter einem Himmel. Die Termine findet man jeweils auf der Homepage von uns. Und dann natürlich weitere Projekte, über die ich jetzt aber noch nicht reden möchte. Da bin ich so ein bisschen abergläubig, dass wenn man vielleicht schon Dinge verrät, die dann nachher nicht stattfinden, aus welchen Gründen auch immer. Man weiß ja nicht, wie sich alles entwickelt. Aber ich denke, sich jeden Tag aufs Neue freuen und vor allem viel Musik hören, Musik machen, egal in welchem Genre man sich befindet. Das tut gut, das ist sehr wichtig. Wir können mit Musik die Welt nicht verändern, das ist klar. Aber wir können sie vielleicht ein Stück weit erträglicher machen. So lassen wir es.